Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Wolfenstein The New Order in der German Edition. Wir befinden uns aktuell auf der Mondbasis und wir ziehen uns nun den Raumanzug an, um auch den Mond betreten zu können. Keine Sequenz dafür, das ist schade. Gehe durch die Luftschleuse. Dann gehen wir mal nach draußen. Mit unserem LKW. Erreiche das Kommandomodul. Mondbasis freigeschaltet. Die Mondbasis wurde im Jahre 1956 errichtet. Sie befindet sich in einem uralten Krater, der als die glimmende Schale bekannt ist. So. Schwerelosigkeit. Ich weiß gar nicht, wie realistisch das war. Oh, wir haben einen neuen Tagebucheintrag, den wir eigentlich... Ja doch, hören wir uns den mal an. Die Soldaten des Regimes sind ziemlich wählerisch. Ich saß mit einem beim Picknick auf einer Wiese. Er sagte, er würde mich küssen, wenn ich mein Haar färbte. Mir wurde schlecht von diesem Wunsch. Aber solange ich lächle und den Hass verberge, verdächtigt mich niemand. Er trank den Wein mit dem Schlafmittel und ich rollte ihn in ein flaches Grab. Jawohl. Es kann sein, dass das hier auch wieder ein bisschen kompliziert wird mit den Sammelgegenständen. Aber wir haben auch hier eine Karte und da ist ein Sammelgegenstand eingetragen. Aber ich halte trotzdem noch die Augen offen nach einer Gesundheitsverbesserung. Wobei, ob ich die hier auf dem Mond finde, weiß ich nicht. Warum sollte die hier sein? Aber man sollte keine Logik hinterfragen. Immerhin bekämpfen wir jetzt gleich Nazis auf dem Mond. Oh. So viel zum vollgeladenen LKW. Weltraumdrohne. Weltraumdrohnen wurden für Kämpfe in Umgebungen mit geringer Gravitation entwickelt. Sie sind den Drohnen, die in den Minen auf dem Mond zum Einsatz kommen, ähnlich. Man hört die auch schlecht, ne? Ja, das ist klar. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier war ja irgendwo da, haben wir einen Goldgegenstand. Goldener Meteoritenbrocken. Fehlt nur noch ein Goldgegenstand. Bestimmt noch Drohnen, die ich von hier oben vielleicht schon sehe. Anscheinend nicht. Hui. Was ist das? Beleuchtung. Da müssen wir jetzt so rüberhüpfen. Zu weit gesprungen! Aufgrund der niedrigen Gravitation habe ich mich da wohl gerade etwas verschätzt. Wahrscheinlich hätte ich den großen Sprung sogar geschafft. Du brauchst aber gerade lange zum Laden. So.
Was ist denn jetzt passiert? Bin ich durch die Explosion weggeflogen? Ja. Natürlich. Macht auch Sinn. Also auch auf solche Sachen muss man hier achten. Den Goldgegenstand haben wir noch, oder? Müssten wir eigentlich. Wird ja nicht zurückgesetzt. 2 Konzeptzeichnungen fehlen uns auch noch. Mit einem normalen Sprung ohne Anlauf geht das übrigens besser, merke ich gerade. Das war aber eine kurze Wanderung auf dem Mond. Da habe ich mir mehr erhofft. Oder geht's hier hinten weiter? Laut Karte eigentlich. Nee, hier haben wir schon wieder eine Luftschleuse. Also, wir haben hier noch einen Sammelgegenstand, das ist aber wenig. Was war das? Wo kam dieser Krach her? Was ist das? Ein Skalpell? Ich erinnere mich an diesen Moment, damals im Lager. Ich kannte sie gut. Zäh, mit eisernem Willen. Keine Familie mehr, alle tot. Der Glaube, er hat sie am Leben erhalten. Ich habe so einen starken Glauben nicht. Für mich muss es überall Zweifel geben. Sonst ist kein Platz für Fragen, zum Lernen. Dieser Ort hier ist das Ergebnis gnadenloser Überzeugung. Absolute Gewissheit führt hierher. Und trotzdem glauben Sie? Ich frage mich, was für ein Gott so viel Leid zulässt. Und ich frage mich, ob ich noch an ihn glauben kann. Vielleicht will er uns prüfen. Möglich. Und wenn das so ist, dann versagen wir kläglich. Und wir haben schon wieder 2 Kommandanten am Start. Die stehen aber da ganz hinten. Und jetzt werden keine Sammelgegenstände mehr angezeigt. Das heißt, wir müssen tatsächlich wieder heimlich vorgehen, damit die auf der Karte markiert sind. In der Kommandozentrale gibt es einen Computer mit einer Verschlüsselungs-Entschlüsselungsdatenbank. Finde die Kommandozentrale. Geh dort an den Computer und drucke die Entschlüsselungscodes aus. Das ist ein Supersoldat. Den können wir doch nicht überwältigen. Aber wir haben schon mal ein Enigma-Code-Fragment entdeckt und auch noch keins verpasst. Ich glaube, wir sind sogar richtig gegangen, dass wir hier lang sind. Können wir uns hier leicht... Was ist? Nö, hier ist niemand. Scheiß-Typ da hinten. Wie kommen wir da vorbei? Hier haben wir noch eine Luftschleuse.
Ja, es wird langsam immer ein bisschen schwieriger, heimlich vorzugehen. Wir befinden uns aber kurz vor einem Kommandanten, wie ich das sehe. Ich hoffe, der ist oben. Ja, jetzt sehen wir wieder die Sammelgegenstände. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Eventuell 4. Oder nochmal ein Upgrade für eine Waffe. Ich glaube, die wurden auch so angezeigt. So. Was bin ich auch so blöd und versuche das mit der Schalli der Pistole. Naja, die sind jetzt tot. Dann kann ich hier auch wieder zurückgehen. Ich wollte eigentlich meinen LKW aufladen. Jetzt können wir auch offen agieren. Hallo. Und hier nochmal gucken, ob hier irgendwas ist. Das gibt mir zu denken. Dann kommen wir aber auch wieder nicht hin. Oder von hier. Ach, das ist das, wo wir hier so lang gekrochen sind, oder? Nee. Auf der gegenüberliegenden Seite gibt es sowas auch. Kommen wir da nicht rein? Anscheinend nicht. Ich schaue mich natürlich erst hier unten wieder um. Dort werden wir wahrscheinlich gleich die Codes finden. Wo wir die Gesundheitsverbesserung finden, falls die hier überhaupt ist, ist jetzt fraglich. Dann holen wir uns doch einfach mal die Codes und gucken, was passiert. Oh, das ist gar nicht. Das ist ein Aufzug. Auch nett. Der uns jetzt wohin bringt? Wir haben erstmal einen neuen Tagebucheintrag. Mir bricht es das Herz. Viele langjährige Freunde sind inzwischen Anhänger des Regimes. Mutter und Vater sind nicht glücklich. Aber sie ordnen sich unter, statt Widerstand zu leisten. Ich mache gute Miene zum bösen Spiel. Aber ich verspüre Wut gegenüber meinen Eltern. Ich bin 33 Jahre alt und ganz allein auf der Welt.
präsentiert Teller. Hier wird es ja auch Sammelgegenstände. Oh, direkt hinter uns. Ach, wären wir fast. Schön, wären wir fast dran vorbeigerannt. Hier ist noch eine Rüstung. Wie gesagt, Gesundheitsupgrades will ich ja auch haben. Falls das noch kommt oder falls ich es nicht tatsächlich am Anfang schon irgendwo verpasst habe. Ach, ich glaube, ich mache jetzt einfach mal weiter. Da. Irgendwie nicht, ne? Weiter. Sind wir noch richtig? Ja, ich glaube schon. Schon wieder so einen blöden runden Raum. Im Kommandomodul wird die neueste Generation von Maschinensoldaten gebaut. Soweit wir wissen, gibt es von dort aus einen Zugang zur Kommandozentrale. Netz. Dekontaminationsblock D7. Die Mondbasis ist eine Forschungseinrichtung zum Erproben von hochentwickelter Technologie. Da dort mit empfindlicher Ausrüstung gearbeitet wird, werden die neuen Probanden in den automatisierten Dekontaminationsblocks gereinigt und auf ihren Einsatz vorbereitet. Komm, du neueste Version des Supersoldaten. Ich sehe es doch schon kommen, dass ich gegen dich kämpfen muss.
Dieser Zwischenraum ist aber trotzdem irgendwie verdächtig für Sammelgegenstände, aber anscheinend ist er das nicht. Muss diese Entschlüsselungscodes finden und dann weg von diesem öden Ort. Was sind das denn hier für komische Schubladen? Nachher steht wahrscheinlich... Hallo? 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 Da haben wir doch schon mal was. Oder nicht? Hä? Ich dachte, es wäre... ein Enigma-Code-Fragment. Nein, das liegt hier. Wir haben alle Enigma-Code-Fragmente gefunden. Gesundheitsverbesserung. Gehe ich doch mal von aus. Auch die haben wir gefunden. Fehlt nur noch der Goldgegenstand. Nicht doch, der Goldgegenstand. Der wird wahrscheinlich da dann sein. Würde ich mal behaupten. Notausgang. Den werden wir wahrscheinlich gleich benutzen müssen. Wenn wir hier die Codes gleich holen. Ich mache mich auf die neueste Version des Supersoldaten schon mal gefasst. Denn das wird jetzt garantiert kommen. Okay. Ich drucke jetzt die Entschlüsselungscodes aus. Sie haben es geschafft, Blazkowicz. Und jetzt mach, dass du auf die Erde zurückkommst, William. Klaus ist in London. Er wird dich nach Berlin... Frisch und lebend, Eisenbier. Notausgang. Ja, da müssen wir hin. Also kommen wir auch da noch vorbei. Ich wollte gerade mal gucken, nicht, dass das irgendwie ein zweiter Durchgang ist, den ich jetzt übersehe. Ein neuer Tagebucheintrag wartet auf uns. Ich sollte weiterkämpfen. Aber gegen wen nur? Hier gehören jetzt alle zum Regime. Oder sie tun wenigstens so. Ich vermag es nicht mehr zu unterscheiden. Wir sind schon mal auf dem richtigen Weg. Sicherheitsverschluss Stufe 1.
der letzte Tagebucheintrag. Totenkopfsmänner besuchen die Klinik hin und wieder. Sie nehmen Menschen mit, die ich seit Jahren betreue. Ich schaue weg. Ich hasse sie. Ich hasse mich selbst, weil ich aufgebe. Aber ich kann nicht mehr allein kämpfen. Ich beobachte den Mann mit den Narben. Ich flüstere ihm Dinge zu. Manchmal kann ich sehen, dass ein Teil von ihm wach ist. Ob er mich sehen kann. Ich lasse nicht zu, dass sie ihn mitnehmen. Das ist der letzte Eintrag, William. Einige der Dinge in diesem Tagebuch sind lange her. Und manche könnten mir passiert sein. Ich vermisse dich. Ich habe dich schon vermisst, bevor ich dich überhaupt kannte. Wie zum Thema Kopf? Ach, haben wir von der Seite ja schon aufgeschnappt. Genau, da unten müssen wir jetzt aufpassen. So, auf der rechten Seite jetzt hier. Das frage ich mich auch. Goldene Flasche. Ja, damit haben wir alles gesammelt. Uns fehlt noch eine Zeichnung. Die schalten wir aber bestimmt gleich frei. Hoffentlich. Ist ja noch ein bisschen Rüstung oder so was. Komm, Jüngelchen, ich weiß, dass du da bist. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Brauchst du nicht mehr. Oder war das ein anderer, der das noch gesagt hat? Ja, ich hab dich!
Was ist da? So nicht, mein Freund. Ach, wir sind wieder am Heimgang. Wo wir auch angekommen sind. Ja, dann ist das der Zugang, wo ich vorhin gedacht habe, wir hätten was verpasst. Genau, den Zeitungsartikel haben wir auch schon gelesen. Aber ob wir jetzt einfach so wieder zur Erde zurück können. Ist ja weiter auf Klo? Nee, kann ich immer noch nicht hin. Hangarbucht. Damit haben wir jetzt alles vollständig. Seit Beginn der Arbeiten an der Mondbasis hat es überraschend wenig Unfälle gegeben. Bei dem letztjährigen Transporterabsturz in der Hangarbucht starben 14 Menschen, wodurch die Zahl der Toten auf insgesamt 69 anstieg. Verglichen mit den Tausenden von Toten beim Bau der Gibraltarbrücke ist diese Zahl nahezu verschwindend gering. Oh, haben wir alles gesehen? Die haben wir auch alle gesehen oder habe ich da vergessen, was vorzulesen? Nein, alles da. Ach, hier kommt doch jetzt 100 pro Enden. Heftiger Fight. Ich sehe das schon. Das ist so arena-mäßig aufgebaut hier. Was ist denn unser Supersoldat? Komm hier aus. Da ist er doch. Level beenden. Ziel, London Nautica. Kommandozentrale London Nautica, Transporter Nummer 4. Meine Ladung ist zerstört. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und kam gerade noch mit dem Leben davon. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammter Mist, er ist im Schiff! Oh! Oh! Transporter 4, melden Sie sich. Transporter 4. Was ich alles in diesem Leben gesehen habe. Üble Scheiße, die dir den Magen umdreht. Dein Haar grau werden lässt. Okay, Captain Cowboy, Roger. Hier spricht Ihr Kumpel Klaus Kreuz im Wagen auf dem Weg zum London Nautica. Gehen Sie nach unten zu den Parkplätzen, dann sammle ich Sie ein. Roger? Ich habe 1000 Schlachten gesehen. Das London Nautica eröffnet das Feuer. Ich glaube, die schießen auf Sie. Ich habe die Sonne auf 5 Kontinenten untergehen sehen. Ich habe Staub vom Mond aufsteigen gesehen. Aber alles, was ich will, ist dich wiederzusehen. Tageslicht, kalte Luft. Scheinbar lebe ich immer noch. Scheiße, stehen geblieben! Oh, da wurden wir auch schon direkt entdeckt und wir sind im 14. Kapitel und wieder im London Nautica. Gut, damit haben wir Kapitel 13, dem Mond, abgeschlossen. Das machen wir dann natürlich hier, wie gewohnt, im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.